ist unsere Frankreich-Expertin und Ehrenfranzöse. Herzlich willkommen. Bonsoir, Madame Nathalie Licard. Wie geht es, Madame? Ich gut, aber ja. Meine First Lady nicht so gut, glaube ich. Wer ist jetzt eure First Lady? Ja, das ist das Problem. Sie sind sowieso nicht verheiratet. Ja. Das ist Madame Trierweiler. Madame Valérie Trierweiler. Voilà. Sie hatte eine Sommerpause ziemlich ruhig. Das war besser, weil sie hatte mit der Tweet Probleme. Du weißt, hast du gehört? Ja, sie hat getwittert, Ségolène Royal, die vier Kinder mit Monsieur Hollande hat, die wollte auch in die Politik und sie hat gesagt, wählt den Konkurrenten. Genau, ja. Das ist nicht so genau, aber für die Deutschen, das reicht. Was heißt das für die Deutsche? Das reicht, wir zahlen doppelt so viel wie ihr. Aber gut, das gehört nicht hierher. Okay, das war ein riesiger Skandal. Okay. Und jetzt die Konsequenz ist, die Franzosen hassen sie. Sie halten sie entweder für eine blöde Ziege oder für eine Schlampe oder so. Kurz gesagt, karikatural gesagt, weißt du? Weil sie hat eigentlich, sie hat ihren armen Mann nicht gut getan damit. Hein? Weil sie ist gegen seine Politik gegangen. Ja, okay. Und vor allem gegen die Mutter seiner vier Kinder. Genau, und die ehemalige Kandidatin von der Präsidentschaft in 2007. Die gegen Monsieur Sarkozy verloren hat. Ja. Okay, dann, seit einer Sommerpause ziemlich ruhig, aber seit September gibt es drei neue Bücher, die dreieckige Beziehung zwischen die drei... Die dreieckige Beziehung von diesen dreien? Ja. Was ist Marianne für eine Zeitung? Ist das was Kommunistisches? Oder? Es ist, ist total ernst. Es ist eher links, Richtung SPD, PS bei uns. Ah so, SPD, Sozialist. Links? Ah ja, gut. Ja, ja, ja. Bei uns ist sagen links Richtung. Links bei uns ist nicht so extrem wie bei euch. Ja, und wovon handeln die Bücher? Ja, über diese dreieckige Beziehung zwischen Hollande und seinen zwei Frauen. Ja. Weil es ist schon lange her angefangen. Ja, man weiß jetzt alles über diese Geschichte. Eigentlich seit 2002 oder 2005 hat Hollande eine Beziehung mit Trierweiler. Heimlich. Genau. Und Ségolène Royal ist dafür in 2007 als Kandidatin gegen Sarkozy gegangen, weil Hollande wollte das machen. Ja. Und sie hat ihm gesagt, entweder du verlässt diese Schlampe und ich lasse dich als Präsidentkandidat oder ich mache das. Ich höre dich. Jetzt wissen wir alles mit diesen Büchern. Das ist eine sehr wichtige... Du glaubst, es ist eine private Foto, meine Foto da? Nein. Es ist aber eine sehr politische Foto. Das ist an der Nacht der Stichwahl, der 6. Mai. Hollande hat gerade gewonnen. Es gibt alle Sozialisten auf die Bühne in Place de la Bastille. Und Hollande geht mal einen kleinen Küssen machen an Ségolène Royal. Ja. Er kommt wieder Richtung Trierweiler und sie sagt, du küss mich auf den Mund jetzt. Aber... Hat er gemacht? Hat er gemacht, aber du siehst, er macht so... Aber sie ist Journalistin. Sie sollte wissen, dass wir mittlerweile alles auf Lippenleser haben. Natürlich. Deswegen spricht zum Beispiel der spanische Trainer Vincent del Bosque auf der Bank nur so. Haben Sie mal beobachtet bei der EM? Er spricht nur so. Genau. Ja, jetzt bringe ich Torres. Und damit die anderen das sehen. Hole mal. Villa von Plassis bringe ich Torres. Villa hat nicht gespielt, aber mir fiel kein anderer Name ein. Ja? Genau. Ich muss dich etwas fragen. Ihr verjagt die besten Leute aus eurem Land. Monsieur Louis Vuitton, Bernard Hérault, er hat, er hat sich was zusammengespart, ich glaube 30 Milliarden Euro. Und er hat viel gearbeitet, ihm gehört Louis Vuitton, der Koffer, ihm gehört Moët Hennessy, der Shampoos, ihm gehört eigentlich alles, was ein bisschen Spaß macht. Alles. Ja, so. Und er hat gesagt, in Paris ist die Luft so schlecht. Wo ist die Luft besser? In Brüssel. Und er zieht nach Brüssel und weil er Brüssel liebt, Le Frite, Le Femme, möchte auch gleich die Staatsbürgerschaft. Das kennt doch jeder von uns, oder? Schon heißt es, er möchte Steuerflucht machen. Heute lese ich in der Francophore Allgemeine Zeitung die Zeitung Libération. Ja. Kommunist? Genau. Nein, SPD.
PS. SPD, also Sozialist. Orientierungslos, aber für Arme. Ja, gut. No, ich würde sagen, es ist eure Süddeutsche Zeitung. Ah, unsere Süddeutsche, ja, dann passt es, genau. So, die Überschrift war in Bezug auf Monsieur Coffre-Louis-Vuitton, casse-toi, risquons. Voilà. Was heißt das übersetzt? Hau ab. Hau ab, du Arschloch. Aber... Libération? Aber du musst alles wissen. Weil Libération ist keine vulgäre Zeitung. Non. Es gibt einen Hintergedanke und so, das ist eine Parodie von einem sehr berühmten Satz von... Sarkozy. Voilà. Der gesagt hat, hau ab, du Depp. Auf eine ganz normale Leute-Typ, ja. Und das war ein Skandal. Und Con? Le Con ist Arschloch? Con ist Arschloch. Enfin, es ist nicht... Arschloch ist Trou du cul auf Französisch, ja. Aber wir sagen nicht Trou du cul. Wir sagen Con, aber bei euch gibt es keine Con. Es ist... Man muss übersetzen, weißt du, was ich meine? Ja, Con Bandit. Aber der ist ja auch für euch in Straßburg. Ja. Ist das sehr ordinär, wenn man sagt Le Con? Ja, das ist vulgär. Die Frankfurter Allgemeine schreibt, es bezeichnet auch das weibliche Geschlecht. Ja, auch. Wirklich? Auch, ja. In einem ja. Ordinären. Aber das ist auch geworden, das ist eine sehr gebrauchte Insulte. Arschloch, aber weibliches es ist Geschlecht, spielt das bei euch keinen Unterschied mehr. Ja, deswegen fahren wir doch nach Frankreich. Deswegen fahren wir doch nach Frankreich. Und wird er wiederkommen? Monsieur Koffer? Das Problem ist, es ist so ein Skandal jetzt in Frankreich. Ich weiß nicht, was er machen wird, aber wenn er wirklich geht, das ist schlimm. Ja? Ja, klar. Du weißt, er ist nicht nur die erste Fortune aus Frankreich, yeah. Sondern auch aus Europa. Ich wusste nicht, dass die Reichsten sind die Franzosen und nicht die Deutschen. Der ja, erste Fortune ist ein Franzose. Natürlich, natürlich seid ihr die Reichsten. Die vierte Fortune aus der ganzen Welt. Fortune ist Vermögen. Vermögen. Ja. Und er hat seine Vermögen dank die Image aus Frankreich. Du ja. Weißt, Louis Vuitton, Guerlain und das alles. Es ist Frankreich pur. Und dieser Typ da, er will Belgier werden. Das aber geht gar nicht. Was hast du gegen Belgier? Nix, aber sie sind eher Spezialist. Aber dieser Gesichtsausdruck, nix. Nix, ja. Sie sind eher Spezialist für Frite und nicht für Luxus. Nein. Da muss ich, es ist ein Paradies. Ja. Ein Steuerparadies. Ja, ich. Auch. Ja, aber genau. Belgien ist, Belgien ist ein tolles Land. Es hat mehr Sterne-Restaurant als Frankreich. Ist das nicht so? Weißt du warum? Weil es ist ein Geldparadies, ein Taxeparadies. Das heißt, die Leute haben mehr Geld, um zu fressen in leckere Restaurants. Und wir in Frankreich, wir müssen die teuer bezahlen wie blöde Idioten. Ja, aber ihr esst doch mittlerweile auch Pizza auf der Straße. Euch läuft doch auch der Käse so von der Pizza runter, wenn ihr durch die ehemaligen Prachtboulevards geht. Dann ist es immer noch schön. Ja. Ja. Aber du glaubst, es werden jetzt mehrere das Land verlassen? Ja. Ja. Unser Bundespräsident ist unglaublich, er ist so volksnah, ja. Und er hat eine Bitte an uns, und weil diese Bitte so seriös ist, hat er sich eine Sonnenbrille aufgesetzt, um diese Bitte noch zu verstärken. Bitte hören Sie auf die Bitte unseres Bundespräsidenten. Da hörst du es. Wir sollen nicht durchdrehen. Das hat noch nie ein Bundespräsident, Richard von Weizsäcker, sagst du, er kannte das Wort, glaube ich, gar nicht. Durchdrehen. Im Wortschatz eines von Weizsäcker kommt das, glaube ich, nicht vor, oder? Und er sagt der Bundespräsident uns, bitte drehen Sie nicht durch. Und er ist schon so ein internationaler Star, ja, ist schon so. Und wir natürlich, ihn und seine Daniela. In Frankreich, er ist total unbekannt. Ja? Ja? Deine internationale Star. Aber warum ist er unbekannt? Warum ist er unbekannt? Nur die Angela zählt. Und sie ist sehr beliebt, oder nicht? Sie ist beliebt als Mensch, aber jetzt, man denkt, sie ist ein bisschen zu besessen von Angst von Inflation. Ja, das ist sehr interessant. Also du hast Hintergrundwissen über die Verhältnisse im Élysée-Palast, amourös. Ja, ich ja. Weiß sogar, wie sie ihre Karriere angefangen hat. Wie? Das muss ich wissen, ja, wie? Wegen Monsieur Mitterrand, das ist unglaublich, oder? Was? Sie war Praktikantin in einer kleinen Zeitung, ich weiß nicht mehr der Name. Und sie waren geladen im Palais de l'Élysée. Es gab sehr viele Journalisten. Okay, Mitterrand kommt, er geht durch die Menge, Richtung sofort geradeaus, Madame Trierweiler. Sie hatte damals einen anderen Namen. Und er sagt, bonjour Madame, comment allez-vous, qui êtes-vous? Und sie sagt, ich bin Praktikantin, ich weiß nicht, wo, bla bla. Der Direktor von Paris Match
war neben ihm. Ja. Der Tag danach war sie angestellt. Oui, Moment. Monsieur. Tag danach war sie angestellt? Der also am Tag danach. Oui. War sie angestellt? Und das weißt du sicher? Alors, ich weiß das. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe das zweimal gehört von alten Hasenjournalisten. Du weißt, die nicht mehr zu befürchten haben. Ich habe das gehört, aber nie gelesen, weil es ist natürlich ein bisschen so lala. Das heißt, viele Franzosen haben diese Information überhaupt nicht. Aber jetzt haben sie sie. Nein, die 40, Deutschen. Doch, 40 Millionen Franzosen haben es. Ah, gut. Madame, es war très charmant und très informativ. À la prochaine.